Was? Ich habe doch keinen Controller angeschlossen. Was zur Hölle, Full Rage? Ach, ihr seht das gar nicht. Huch. Warum seht ihr das nicht? Wo habe ich es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. So, Vollbild einmal. Okay. Oh Gott, ist das laut. Gut. Hört man mich? Das ist die große Frage. Heute hört man auf jeden Fall mich auch. Perfektimo. Scheiße. Einmal. Ach, ich bin noch gar kein Licht dran, ne? Da unten sechsmal. Schriftrolle des Zauberers. Oha. Feuerbälle. Ups. Das wollte ich nicht. Wie lange geht das? Ich wollte es nicht einsetzen. Nein. Nicht das tun. Was war das denn? Sehr verwirrt. War das? Was war das für ein Ding? Und hey, Max hat's Play bekommen. Ne, davon will ich nix. Dün. Dün. Okay. Warum? Wenn das die ganze Zeit auf... Ach, erstmal das lieber. Wo ich jetzt meine Fische verschwende. Also ich weiß noch nicht, was wir nach dem Forager-Part machen werden, aber das werden wir kurz machen, wie immer. Kann sein, dass wir was mit TB machen, falls er dann da ist. Und wenn nicht, dann habe ich schon mal ein paar andere Sachen vorbereitet. Halt. Ich habe Bomben. Stimmt. Guten Bomben. Warum komme ich hier nicht durch? Dankeschön. Ah. Irgendwann machen wir mal einen längeren Forager-Stream, wo wir hier endlich alle aufräumen. Ah, okay. Aus Pause von Teamwork Tycoon. Nice. Ja. So viel ist auch nicht gut. Nobi Live. Nice. Ich will hier schon voll lange aufräumen in dem Spiel. Aber meine hier meine ganzen Dinger. Ich habe halt alles super weird hier hingetan. Ohne System, ohne nix. Deswegen ist halt alles ja so ein Chaos. Gott. Oh Gott, nicht Schaden nehmen. Dankeschön.
Ich höre die Bomben viel zu selten. Ich will mal in den Shop nachschauen. Okay, weg. Ach, ich bin ein Schwert. Okay. So, bin ich Herzen achten, bevor ich wieder Game Over gehe. Oh wow, ist ja gar nichts gemacht. Ja, ein bisschen was, okay. Ja, der ist auch ein absoluter Hit. Ja, dieser Soundtrack, der gerade läuft. Verdammt, ich hab eine Sache nicht offen. Na kurz. Ja, falls wir das machen, dann werde ich ja wieder Song Request anhaben. Wo das lädt. Ah, jetzt lädt's. Okay, gut. Din, 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 din. Okay. Mom. So, in 2 Minuten erst. Okay, gut. Huch. Okay. Großer Geldbeutel. Ach ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich an diesen Kapala komme. Tycoon. Todesmotte. 5 Glasfaser, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich wünschte, ich hätte Glasfaser. Ich brauche mehr Plastik, was kriegen wir hin? Ich brauche mehr Flaschenöl. Ja, brauche ich mehr. Okay. Wir haben meine ganzen Becher, glaube ich, aufgebraucht. Glas. Ja, 13 reichen, glaube ich, eigentlich sogar. Kann es eigentlich stoppen. Oh, nice, doppelte Items. Ich habe 71 Glas, von daher, okay. Meine Güte. Dankeschön. Was ist das hier nochmal? Verliere eine maximal HP, erhalte Druiden und Granaten. Ich will davon nix. Ich wollte davon nix. Hab ich jetzt überhaupt bekommen? Ne, das hatte ich schon, oder? Kann das ja nicht abbrechen? Uff. Jetzt habe ich noch ein Herz weniger. Eieiei. Wollte das nicht. Nee, Herz nicht mehr so schön geholt hab mal. Okay, nichts Cooles. Sad life. Schon richtig zu machen. Gut. Bim, 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 bim. Hm.
Ja, ich habe ja das Ding. Doppelte Items, nice. Flaschenöl. Ja, warten, bis wir alle Flaschen haben, dann machen wir Flaschenöl. Wow. Boah, zwei noch von denen. Eieiei. Was tue ich nochmal? Ach ja. Ja. Stimmt. Hab ich noch irgendwas, was ich nicht gebaut habe? Kann sein. Nee, ich hab alles, okay. Achso, ich habe was übersehen. Mit Flaschenöl. Hoch. Ich Fisch. Glaub nicht. Was macht die Geisterkugel nochmal? Portal? Warum soll ich mir noch ein Portal holen? Habe ich sogar ja hier. Nächsten Portal. Ja, wir wissen, was die Geisterkugel macht. Ich habe irgendwo eine Geisterkugel. Okay, vielleicht auch nicht. Ich will doch keine Geisterkugel. Schauen wir mal, was sie macht. Kann ich mir nicht leisten, verdammt. Nur mal davon ein bisschen. Machst du? Kann ich mal meine zwei Herzen wiederholen? Auf jeden Fall hole ich mir das. Meine zwei Herzen wieder da. War nice. Also ich kann das verkaufen und das. Das hat mir nicht allzu viel gebracht. 6 wert, nice. Lass es diese herzustellen. Und du auch. Sieben Körner. Das will ich nicht. Was habe ich noch jetzt mehr bekommen? Doch drei, ne? Habe ich jetzt zwei mehr. Und zufällig der Stufenschick wäre auch nice. An dem Punkt haben wir auch die Dinger. Das ist auf meinem Monitor. Ein Dreck, okay. Was will ich haben? Amin, weiteres Herz wäre nicht cool. Wäre schon cool. Energie nervt mich gerade nicht mehr. Andere ist eigentlich auch okay. Wollen wir schon den XP haben? Ja, kommen wir uns ein weiteres Herz.
Okay. Gut. Ja, würde ich sagen, das war's mit Forager. Wir rüber zum anderen Stuff, den ich geplant habe. So, wird das sehr, sehr kurz. Aber darf ich immer Forager immer unglaublich oft lange machen und ich immer sage, das mache ich kurz. Heute nicht. So, für die Sache habe ich übrigens wieder Song Request an. Das heißt, SR in den Chat und dahinter der YouTube-Link. Könnt ihr euch was wünschen? Bitte kein Copyright. Ich muss kurz noch den Titel umbenennen und die Kategorie und dann geht's sofort los. So. Ja, ich kann die Mucke schon mal anmachen. Okay. Wie nenne ich das denn? Okay, ich habe einen Titel. Das ist die Mehrzahl von Test. Keine Ahnung. Okay. Und just nicht das Chatting. Dankeschön. Gut, das heißt, wir können loslegen. Bild. Nee, das ist nicht. Ach, wird mir nicht angezeigt. PS. Hier. Nee, TB ist nicht live. Das heißt, wir müssen. Jetzt habe ich Outer City geöffnet. Ups. Nicht Outer City. Also, wir machen das hier. Okay. Hey. Wo ist Bild hin? Dankeschön. Ja, mach den Test. Ich hoffe, ich muss hier nicht irgendwo. Ach, ich kann jetzt nicht. Ich hoffe, ich krieg jetzt direkt den. Wie viel kostet? Hä? Muss ich ja bezahlen? Uff. Steht auch kostenlos, lol. Ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwie nicht Dingsen bumsen, irgendwelche E-Mail-Adressen eingeben, um den Test zu bekommen. Wir werden es herausfinden. Okay. Wann fordern je Achtung, was am ehesten und was am wenigsten auf dich zutrifft? Okay. Am ehesten, am wenigsten. Trifft auf mich zum Umgang mit anderen, bin ich wahrscheinlich nachher zu schwer zu werden, Band. Hä? Ist Maus nicht. Warum nicht? Wo Bild hin? Nur weil ich Mauszeiger aufnehmen, da einen Haken getan habe. Findet das Bild wirklich? Dankeschön. Aber man sieht Maus trotzdem nicht. Weird. Entscheidungsreich, reagiere schnell und lebhaft. Ich bin verschwendungsvoll. Spontan. Wenn auch alles möglichst erreichen, ich bin taktvoll, ich erreiche eine Freundlichkeit, mein Ziel. Wobei, bin ich spontan? Ja, nee, nicht wirklich. Mein Stream ist wirklich spontaner sein, aber. Sonst bin ich eher der Typ, der immer sagt, yo, ich muss voll viel planen. Ja, und Stream bin ich so ein spontaner Typi. Schwierig. Bin ich taktvoll? Nee, nicht. Nee, ich brauche nicht mein Ziel. Weiß ja nicht. Bei mir trifft nichts davon auf mich so. Am ehesten ist spontan, aber das auch nicht wirklich. Ja. Schließe mich anderen an. Zielschritt, ich halte mich an Stand. Ich habe Spaß, mit anderen zu sprechen. Ich tut mir leid, aber. Ah, jetzt sieht man Maus, okay. Ich bin ein Mensch der Tat. Ich habe Sinn für Schule. Ich bin immer für einen Scherzer. Mich in anderer einzufühlen, fällt mir leicht.
Setze Karl den Menschen gekonnt ein. Diszipliniert, hilfsbereit, ja, das auf jeden Fall. Anmütig, begeisterungsfähig, pflichtlos. Ich tue anderen einen Gefallen. Das, Lebensweise ist zielorientiert und effizient. Zurück. Korrekt und genau. Teil 2, okay. Warum dafür ein Teil 2, wenn es genau das gleiche ist? Am wenigsten. Das ist ein kompletter Widerspruch zu dem, was ich hier mache, aber wenn ihr mich privat trifft oder wenn ihr mit mir im Discord talkt, bin ich komplett anders hier drauf, als hier in den Stream drauf. Beziehungsweise nicht komplett anders, sondern halt sehr viel ruhiger. Okay, ich bin bei Streams auch ruhig, aber dann bin ich noch viel ruhiger. Einfallsreich, nachdrücklich, warmherzig, bescheiden. Ich würde fast sogar auf bescheiden gehen, ehrlich gesagt. Unterstützen selbst. Riesig. Ich gehe schon manchmal Risiken ein, aber halt auch selten, aber nee, doch eigentlich schon kritisch. Ja, kritisch würde ich ja. Ja, bestimmt lebhaft genau. Komm nur mal drauf an. Halt war. Schönes Fall. Ja, verständnisvoll bin ich. Lernen will ich. Ja, ich denke da nicht, dann schon gerne zu. Locker, bin ich locker? Bin ich locker? Weiß er nicht. Mutig? Okay. Anerkannt, respektvoll. Boah, ich krieg jedes Mal immer bei irgendwelchen Gesprächen, wenn ich neue Leute kennenlerne. Oh, du bist aber sympathisch. mehr zu Dings aus irgendwelchen Gründen. Boah, eigentlich schon, aber ja, das das Einzige ist, was das halt trifft halt nicht alles auf mich zu. Das ist der Punkt. Kann ich das nicht skippen? Was soll ich dafür? Okay. Stark, ruhig, vertrauensvoll, diplomatisch. Okay, bruh. Wirklich. Oh no, man sieht E-Mail-Adressen und so. Wirklich. Ergebnis anordern. Oh, jetzt krieg ich Spam auf den E-Mail. Ich will mich nicht anmelden. Ich auch kein Termin. Okay. Wenn wir später in den E-Mails schauen, oder? Ich kann jetzt schon mal schauen, ob ich es eventuell bekommen habe. Ja, ich werde schon eine E-Mail bekommen. Nö. Sad life. Okay, das war schon mal ein Reinfall. Kostenloser Persönlichkeitstyp. Wir schließen Regel. Wir bringen einen großen Teil. Alles klar, alles gut. Wir machen jetzt Persönlichkeitstest. Und Server Request ist übrigens an. Das heißt, SR. Ausrufezeichen SR und dahinter den YouTube-Link packen und dann kommt dein Song, den du gewünscht hast. Wir wurden eben schon gescammt von der anderen Seite, weil er uns kein Ergebnis geliefert hat. Verbringen einen großen Teil ihrer freien Zeit und mit verschiedenen willkürlichen Bereiche. I mean,
In gewisser Weise ja, in gewisser Weise auch nein. Es kommt immer darauf an, wie ich drauf bin. Mal bin ich also oh, kein Bock auf irgendwas. Und dann auf einmal Bock auf alles. Ich muss mal, ob ich dann ja hierhin sagen. Wenn es andere Menschen Wein sehen. Ich bin so einer, yep. Machen auf ein Backup. Nein. Sie bleiben in der Regel ruhig, aber yep. Aber solche Veranstaltungen versuchen sie nur selten, sich neuen Leuten. Yep. Bevor sie uns ein Produkt vollständig so anders bringen, bevor sie ein anderes beginnen. I mean, in gewisser Weise schon. Aber, also auf YouTube und Twitch, wenn man sich meinen Ideenordner anschauen würde, pures Chaos. Das sind 80 Millionen angefangene Projekte. Also wieder. Sentimental. Bin ich sentimental? Ja, doch, ich denke schon. Nutzen gerne Hilfsmittel, zum Beispiel Hilfe zur Organisation. Wo steht das zum Beispiel? Nutzen gerne Hilfsmittelsorganisationen wie Termin. Ich wünschte, ich könnte, da mich, ich wünschte, ich könnte. Jedes Mal, wenn ich das mache, verliere ich das dann irgendwann wieder. Also, nicht wirklich. Ja, alleine kann dazu führen, dass sie an ihren Fähigkeiten. Yep. Wir haben kein Problem damit einfach aus jemand. Wir haben kein Problem einfach auf jemanden. Nein. Sie haben kein allzu großes Interesse daran, verschiedene Interpretationen all sind von kreativen. Oh doch. Aber es kommt drauf an, welches Thema es ist, aber bei manchen Dingern bin ich voll in. Dün, 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 dün. Aber kann man halt immer drauf an, was für ein Thema das ist. Neigen eher dazu, ihren oder um wo es da geht. Neigen eher dazu, ihrem Kopf als ihrem Herzen zu folgen. Ja, doch, eigentlich schon. Sind in der Regel froh, einfach das zu tun, worauf sie gerade Lust haben, anstatt einen bestimmten Tages. Meine Hälfte des Tages. Zumindest mein ganzer Tag immer. Sie machen sich nur selten Gedanken darüber, ob sie bei ihren Mitmenschen einen guten. Sie nehmen gerne an Gruppen. Nee, das nehmen. Sie mögen Bücher und Filme, bei denen sie das Ende selbst interpretieren können. Ja, doch. Du machst sie glücklicher, wenn sie anderen. Aber manchmal mache ich es auch, wenn man ein Ende hat. Es macht sie glücklicher, wenn sie anderen helfen, etwas zu erreichen, als wenn sie etwas erreichen. Yep. Sie interessieren sich für so viele Dinge. Es ist ihnen schwerfällt, sich für. Nein, dass sie sich Sorgen machen, dass sich Dinge zum Schlechten wenden könnten. Vermeiden Führungsrollen innerhalb einer Gruppe. Meide ich das? Beziehungsweise, falls man so beim vorherigen Arbeitgeber war, dann würde man komplett sagen, nö, weil ich auch ein bisschen ja uns mal die Führung übernommen habe. Aber wenn mir jetzt vorbei, ich glaube, ich würde es ja auch machen, also sind eindeutig kein. Bin ich künstlerisch? I mean, voll viele mögen meine Videos, aber. Okay, ich mag sie auch, aber. Ja, okay. Sie sind der Meinung, dass die Welt ein besserer Platz wäre, wenn sich die Menschen mehr auf ihre. Mehr auf ihre Vernunft. Weiß ja nicht. Es war erst ihre Aufgaben abzuhalten, bevor sie sich. Leider nein. Wünschlich wäre also. Nee.
meine es eher die Aufmerksamkeit aufs. Witzigerweise sogar ja. Das ist ein kompletter Widerspruch zu den Twitch- und YouTube-Ding, aber. Also. Dann auch. Nope. Hoffentlich legen sie ihre Aufgaben erst. Wenn ich drüber nachdenke, bekomme ich Kopfschmerzen, witzigerweise. Ich weiß es jetzt schon. Weiser sind sie lieber mit anderen zusammen als allein. Nee. Können sich leicht in eine Person hineinversetzen, die ganz andere Erfahrungen gemacht hat als sie. Weiß ich nicht, dafür hatte ich so wenig in diesem Moment. Die endgültige Entscheidung meist so lange wie möglich. Fragen nur selten Entscheidungen. Eine lange Entscheidung war es am frühesten Entscheidung ganz genau das eh. Manchmal ja, manchmal nein. Museum. Nicht wirklich. Nee, mein nicht. Selten und sehr gefühlt die ganze Zeit. Yep. So, heute muss ich muss heute wieder anrufen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich angerufen hat. Wieder angerufen habe. Bringen oft sehr viel Zeit damit, Meinungen zu verstehen, die ganz anders sind als ihre eigenen. Nicht wirklich, ich nehme es dann halt immer so hin, schon instant. Ich versuche auch zu verstehen, warum. Aber so viel, wobei. Wenn ich darüber nachdenke, vielleicht doch. In ihren sozialen Netzwerken sind sie oft derjenige, der mit ihren Freunden Kontakt aufnimmt. Wenn ihre Pläne über den Haufen geworfen werden, ist es ihre Erstprobe, so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu kommen. Nicht wirklich. Wenn sie so viel lange Zeit haben, ganz selten über die Gründe für menschliche Essenz. Manchmal ab und zu. Ja, doch. Viele kontrollieren sie mehr als sie sie kontrollieren. Wir haben sehr darauf, jemanden ein schlechtes Licht zu rücken, auch wenn. Hä? Ihr persönlicher Arbeitsstil ähnelt eher spontan. Jep. Niemand größere Stücke auf sie hält. Fragen sie sich, wie lange es dauern wird, bis er von ihnen enttäuscht sein wird. Sie hätten lieben gern einen Job, bei dem sie meiste Zeit allein arbeiten müssen. Weiß nicht. War irgendwie schon. Immer was weiter? Nee, nicht wirklich. Ich mag solche Diskussionen. Sie fühlen sich eher zu Ort mit lebhafter Atmosphäre gezogen als zu ruhigen. Im ersten Blick würde ich jetzt nicht sagen. Jetzt kontrovers. Ich weiß nicht, aber für die interessiert sich halt niemand. Ich interessiere mich für Dinge, für die sich niemand interessiert. Das ist kontrovers. Aber weniger. Sie würden eine gute Gelegenheit ungenutzt lassen. Nicht wirklich, möglicherweise. Ein FPT. Meditoren sind poetisch nette, selbstlose Menschen, die immer gerne für einen guten Zweck eintreten. Ui. Genau, weil ich weniger für Tiefgründe. Okay. Initiativ. Okay. Prinzipien fokussiert. Suchend. Wir sollen mit neuen Medien passen.
Stürmisch hoch. Nee, du. Oh Gott. Ja, wahre Idealisten versuchen uns selbst bei den schlechten Menschen etwas Gutes zu sehen. Noch eine 14 Chaos. Ja, missverstanden, wenn sie noch gleich Sinn finden. Okay. Und dann orientieren sich mehr an Prinzipien als an Logik, Begeisterung oder an Machbarkeit. Wenn sie für einen Weg entscheiden, schauen sie auf Battlefield, Schwer, Moral, Tugend, Meditation, wenn eine Einheit auf sich führt. Wir wissen, was wir sind, aber wir wissen nicht, was wir sein könnten. Okay. Was bringt Talente, die ich höre vielen Menschen zu, oder sprich mit wenigen. Wenn sie Menschen verzetteln, verlieren sie Energie, werden mutlos an sich, das Ernst in der Welt an, dem sie nichts ändern können. Ich habe mir viel Freude als Menschen, die sich in Optimisten ausgegründet haben und auf sie verlassen. Voll sind, können sie mir schon bei ihren Streben nach dem Guten verlieren, in irgendeinem System nicht lebensnah als mehr als jeder andere Persönlichkeitstyp besingen im Moderatoren. Uiuiui, interesting. Warte, was habe ich jetzt? Ein FP. Das ist ja witzig. Ich hatte vor langer Zeit auch mal auf dieser Seite einen Persönlichkeitstest gemacht, weil ich habe, glaube ich, jetzt auch ein paar andere Sachen anders beantwortet. Da war es ein FJ. Okay, oh Gott. Das sieht ja weird aus. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gerne, gerne. Ich habe verstanden, dass die Timer dieser Frage freiwillig ist. Oh, wissenschaftliche Zwecke, ui. Bin gespannt. Wie alt sind sie? Sie sind... Ist Deutsch ihre Muttersprache? Was ist der höchste Schulabschluss? Oh Gott. Also, ja, okay, gut. Ich dachte, das war weirder. Ich bin kontaktfreudig und gesellig. Einfühlsam... Unordentlich. Ich bleibe auch in stressigen Situationen gelassen. Ich habe mich wenig für Kunst. Durchsetzungsfähig und energisch. Begegne anderen mit Respekt. Das ist definitiv. Ich bin bequem, neige zu. Leider ja. Aber auch bei Rückschlägen zuversichtlich. Ich bin vielseitig interessiert. Ich schäume selten vor Begeisterung über. Naja, zu anderes so. Aber. Move, so wie Neid angeklickt. Ich begegne anderen. Achso. Kann ich auch weiter gedrückt. Achso, hier noch. Ich schreibe selten vor Begeisterung über. Hatte ich da nicht auf Teil Sales? Nein, nicht. Bin zuverlässig, beständig. Kann Laune steigen, hab schwankende. Bin auf Händler, mir fallen raffinierte Lösung ein. Raffiniert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich mag die Erfindung. Das wäre nicht wirklich Erfindung. Das ist doof gesagt, Erfindung, weil das sind Sachen, die schon existieren halt. Also eine Sache existiert noch nicht. Die restlichen Sachen sind jetzt vorbei. Wenn man es so sieht, existiert das eigentlich auch. Nur in dieser Form noch nicht, sagen wir es so. Ich habe mit einem wenig Mitgefühl. Na, dieses magische Vor- und halte Ordnung. Manchmal angespannt. Kann mich für Kunst, Musik und Literatur begeistern. Jetzt so die Führung zu übernehmen. Nö. Ja, ist Aufgaben von mir her zu. Bin selbstsicher, wird mir zufrieden. Philosophische Diskussion.
So, ich bin es. Meide. Weniger aktiv. Unterhaltung. Unternehmenslustig. Ich bin weniger aktiv und... bin ausgerechnet nicht leicht aus der Ruhe zu bringen. Bin nicht besonders kreativ. Ich bin eher schüchtern, jipp. Hilfsbereit und selbstlos. Weil manchmal sage ich auch nein, witzigerweise, aber es ist selten der Fall. Mag es. Mögen ja. Es aber auch so behalten, schwierig. Mach mir oft Sorgen. Viel zu oft. Weiß Kunst und schöner zu schätzen. Fällt schwer anderen zu beeinflussen. Mean. Kann ich auch noch beeinflussen? Okay, bestimmt irgendwie schon. Aber wirklich wollen will ich das eigentlich nicht. Also, doch eher. Manchmal unhöflich und wohl wird das. Zum Beispiel einer. Momentan, ich habe gerade nur so eine Sache, bei der ich mittlerweile sehr, sehr unhöflich geworden bin. Aber es liegt auch schon daran, dass ich schon seit einem Monat hinterher renne. Effizient erledige Dinge schnell und es geht und es da um viel Geld geht. Effizient erledige Dinge drückt Freudlose. Ach doch. Es macht mir Spaß, gründlich über komplexe Dinge nachzudenken und sie zu verstehen. Und auch in ihren Tatendrang. Ja, mal so, kommt drauf an, wie ich drauf bin momentan. Mal so, mal so. Was hast du eigentlich nochmal? Ich hab das schon gemacht. Mit vertrauenswürdig auf mich kann man zählen. Meine Gefühle unter Kontrolle. Bin nicht sonderlich fantasievoll. Männer sind mir eher gleichgültig. Egal. Nee. Ich bin der chaotische Typ, mache. Ich bin vielleicht Theater. Ich würde eigentlich also mal wieder in ein Theater gehen, aber hey. In der Gruppe überlasse ich lieber anderen die Entscheidung. Teilweise sogar ja. Ich bin höflich und zuvorkommend, ne? Ich bleibe an einer Aufgabe dran, bis sie erledigt ist. Jep. Oft. Wer wollte das noch wissen? Ich bin begeisterungsfähig, kann andere leicht mitreißen. Begeisterungsfähig auf jeden Fall, aber kann ich andere mitreißen. Nein, nicht. Ja, und das gute Menschen. Vielleicht verhalte ich mich verantwortungslos. Selten. Bin ich schnell gereizt oder genervt? Nö. Ach hier, ich glaube, hab ich da angeklebt. Vielen Dank für eure Mühe. Ich habe alle Fragen ernsthaft beantwortet, ja. Ich wollte nur mal gucken, was. Spannend. Wenn Sie ein Feedback sagen, persönlich, ich möchte jetzt ein Feedback angezeigt bekommen. Doch, möchte ich. Das Big Five Modell der Persönlichkeit. Bevor es um Persönlichkeit viel bekommen, vorab eine grundlegende Information, eine und Testergebnisse. Okay, Normalverteilung, Durchschnitt, Unterdurchschnitt, Unterdurchschnitt? Was? Nicht das gut drüber mal Vergleich, sondern. Das ist schon, habe ich gerade ausprobiert, eine persönliche Normalaufgabe, sogenannte Normalverteilung, solche.
Okay, es gibt keine Erklärung dafür. Gut. Drei Seiten, eieiei. Persönliche Folgen erhalten Sie nur eine Rückmeldung von Perseveras, die Rückmeldung für Ihre eigenen Selbsteinschätzung basiert. Somit ist Rückmeldung nur sinnvoll zu passieren, da wir eine erste Beantwortung haben. Darüber hinaus möchten wir betonen, dass keine Persönlichkeitstest Ihre Persönlichkeit perfekt messen kann. Der Persönlichkeitstest Ihnen insbesondere keine Aussage über Informationen zu psychischen Problemen. Ja. Sind Sie okay? Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenshaftigkeit, emotionale Stabilität. Oh Gott. Offenheit. Natürlichkeit überdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich. Ich muss. Ja, das ist mir auch schon gedacht. Das ist durchschnittlich, okay. Kennst du eine soziale, nach außen gerichtete. Warte, was? Warum ist das. Ich war durchschnittlich. Sehr oder ob ich. Sehr verwirrt. Verträglichkeit, so zwischenmenschliche Verhalten. Ah, ne, ist Verträglichkeit, oh, okay. Das ist extra, okay. Zu einer Stabilität, ja, würde mich wundern, wenn es überschwindig ist. Offenheit. Du hast Durchschnitte. Was hat denn jetzt hier? Ah, ihr Wert. Ihr Wert. 15. Ja, was sind die anderen drei Dinger hier? Achso, ah. Ganz ehrlich. Hoch. Durchsetzungsfähigkeit. Hoch. Energieniveau aber. Oder da oben. Mitgefühl. Höflichkeit. Vertrauen. Ort. Leis. Verlässlichkeit. Belassenheit. Was? Ach, Unbeschwertheit. Oh Gott. Gefühlsstabilität aber wieder. Interesse an Kunst und Kultur, intellektuelle Neugierde, als Reichtum. Okay. Falls Sie noch Anmerkungen? Nö. Wenn Sie Fragen, können Sie sich anmelden. Okay. Cool. Okay. Nice. Oh, ich habe jetzt wieder Persönlichkeitstest rausgesucht. Eieiei. Schön, weiter kann man noch machen. Gott, warum habe ich mir eine gute Frage ausgesucht? Ja. Ich habe auch irgendwelche angeklickt. Warum gute Frage? Was zur Hölle? Ja, immer mal gute Frage. Was anderes im Menschen leicht, mich kennenzulernen. Der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist optimistische Zielschwierigkeit, Ausgeglichenheit, Freundschaft. Ja, aber ein Ausbildung recht, ich kenn Sinn. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mich wütend zu machen. Allein bin, kein Reis an Freunden, Familie, zwischen vier Menschen und einer Person bei mir, dass ich vertrauen kann. Ich würde mich lieber mit dem Lesen von Büchern als mit dem Erleben spannender Abenteuer. Selten, aber ein bisschen, okay. Selten sage ich nein. Weiß können. Wenn ich sehe, dass andere Menschen sich streiten, das ist mein Ocker. Die Welt gibt uns viele Fragen und Rätsel auf, und ich habe Spaß daran, nach Antworten und Erklärungen zu suchen. Was man nicht so anders finde, ich so schreibe sich anscheinend unnötig und nebensächlich, schwierig und riskant. Schon reizvoll. Das sind so irrelevante Sachen, die ich geändert hatte. Und trotzdem würde ich ein bisschen Veränderungen-Ding sind. Nur so Beziehungen sehr wichtig.
Magie ist aber bei Mystik und Fantasy faszinierend und interessieren mich mehr als Wissenschaft. Boah, wie lange ist denn das? Okay, jetzt sage davon, dass ich so geduldig bin, jetzt hier so. Manchmal habe ich Phasen, in denen ich mir fühle, als könnte ich Welt verändern allein, verändern alles schaffen und wäre unverwundbar. Ich fühle mich meist auf mehr auf das, was ich will, als auf das, was ich brauche. Nichts bei mach ja doch. Richtig. In meiner Arbeit, sondern auch mein Gefühlsleben und Fallen sind meistens ein einziges Chaos. Ich kann es nicht ertragen, wenn Menschen mich sehr provozieren, Dinge dramatisch und sich aufschließen. Mir schwer, mich in Regeln und Formen anderer. Nö. Das ist mir am liebsten, wenn ich bestimmen darf, wo es lang geht. Huch. Ohne eine To-Do-Liste, exakt aus meiner Pflichten ergaben, fühle ich mich. Meine Gefühle beherrschen mich mehr. Yep. Doch. Ich fühle, dass die meisten anderen Menschen mich mögen und gerne mit ihrer Zeit verbringen. Bewusst und stärker, nicht mit mir klarkommen, ist auch eher mich extrem, aber nicht verstehen. Ja, doch, eigentlich schon. Ich kann ein Team besser arbeiten als allein, nur dann arbeiten, wenn es keinen Streit gibt, nicht so gut arbeiten wie allein, nur dann arbeiten, wenn man auf mich hört. Ja, das ist bei anderen Menschen, halte ich mich zurück und gebe schnell nach, damit kann ich wieder empfehlen. Wenn jeder Meinung schreien, spreche aber auch gerne über meine eigene, wenn es kompromissbereit und fällt, mich ausrichten, weil ich schnell in Rage und kann mich. Es ist bei einer Entscheidung am wichtigsten, jede Aufmerksamkeit auszutesten, die Tatsachen und Fakten zu betrachten, was eurer Meinung nach zu beachten. Es ist sehr einfach, Angst zu machen. Was? Ach, mir Angst zu machen. Problem damit, mich in andere Menschen einzuführen, zu verstehen, was ihnen vorgeht und wie sich damit umgehen soll. Alter, mich wieder schwer. Ich kann immer auf mich sehen, wenn es langweilig wird und jemand motiviert werden muss, eine Veränderung im Sinn rufen muss. Was nehme ich noch von jetzt? Ja, Leute. Lass mich am liebsten auf das andere sagen. Einen von den beiden Dingern. Nehmen wir das. Ah, grün. Grün. 29%. So nicht so aussagen, du. Wenn dieses Typen meistens über den Menschen, die in Diskussionen schnell nachgeben, aus dem Weg gehen, wollen. Sehen wir das. Hey. Ja, okay, ich bin schon leicht beeinflussbar, um was ich zugeben. Das sind sehr empathische Einfühlsamen. Für Menschen der Versicherheit. Grüne von mir, Freunde, das Feuer, genau das, das war ich weiter. Dieses Typen sehr viel Wert auf meine Treue und Ehrlichkeit legen, sind sie oft extrem enttäuscht, wenn ihre Mitmenschen Lüge oder Versprechen nicht halten. Und wenn sich da sind. Ich fühle es so sehr. Boah, ich fühle ich so sehr. Okay. Was kann man noch machen? Was war das eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mal irgendeine Werbung. About Japan Candy oder so. Ich weiß es nicht mehr. Best Japanese Snacks. Free Shipping Worldwide. Ah, das sind. Ah, so ein Abo.
Was war das? Okay, irgendwann, aber heute nicht. Trendbox machen wir auch einen normalen, oder? Ah, Trendbox? Ja. Können wir auch nochmal machen. Kann ich mal sagen, war ein schöner Stream. Vielen, vielen Dank an jeden, der da war. Morgen ist. Ein Tag ist morgen. Donnerstag. Also geht weiter mit Zelda Tears of the Kingdom. Vielen, vielen Dank an jeden, der da war. Mega, mega cool. Wie gesagt, morgen Tears of the Kingdom. Bis dann und tschüss.